Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch etwas über ein Königreich im Sternenhimmel. Der König ist auf einem Besuch im Nachbarsland. Sie haben wichtigen Gesprächen über Gerechtigkeiten und über Ungerechtigkeiten. Sie kümmern um die Verträge. Aber der König und der Herrscher dieses Landes möchte nicht nur seinen Pflichten nachgehen, sondern möchten sie auf die Jagd gehen. Die Königin will das nicht. Sie mag den Jagd nicht und sie ist hin und her gerissen. Nicht nur die Königin fühlt sich so, sondern auch die Prinzessin. Sie ist nämlich verliebt an den schönen Prinz. Es ist eine starke Anziehungskraft zwischen den beiden, aber keine traut sich, über Gefühlen zu sprechen. Und das macht die Prinzessin ziemlich unsicher. Hier hilft nur eins: Geduld. Diese Geschichte, was ich erzählt habe, hat natürlich astrologische Hintergründe. Ich nenne das auch märchenhafte Astrologie. Und welche Information kann ich euch weitergeben? Nach indischen Berechnung befindet sich Sonne im Tierkreiszeichen Zwillingen und hat eine Verbindung zum Stammbild Orion. Orion ist der himmlische Jäger, natürlich symbolisiert auch den Jagd. Mars und Merkur bilden sich eine Konjunktion im Zeichen Zwillinge. Und das sind die Verträge, Gespräche und Handlungen. Mond und Venus bilden sich einen sogenannten Quinkungsaspekt und das löst Unsicherheit aus bei weiblichen Personen, auch bei Mutter, auch bei Tochter. Das heißt, die Königin und die Prinzessin, beide verspürt diese Unsicherheit. Dann die rechtliche Lage, das ist Jupiter-Energie. Jupiter steht in einem Halbsextil zum Saturn. Jupiter steht ein Quadrat zum Neptun und auch noch die Einfluss von absteigenden Mondknoten auch auf Neptun-Energie, aber auch zum Jupiter-Energie. Und das ist die astrologische Quelle für meine Erzählung. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.